Ich weiß, jetzt bist du sprachlos. Das kann ich nachvollziehen. Es waren einfach sehr viele gute Argumente. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shots Fired. Wie jeden Donnerstag um 16 Uhr. Zwei Debatten, eine hier, eine auf Björns Kanal. Immer mit vorgegebenen Rollenverteilungen. Bei Björn geht es heute um das beste Team im Westen und das Duell Phoenix gegen Golden State. Link in der Beschreibung solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Wir sprechen über das Rennen um den Most Improved Player, Ja Morant gegen Miles Bridges. Auch sehr spannend. Und wie immer könnt ihr unter beiden Folgen in den Kommentaren einen League Pass Code für einen Monat gewinnen. Dafür einfach mitdiskutieren, was ist eure Meinung, haut sie in den Kommentaren raus, packt, ganz wichtig, euer Instagram-Handle dazu. Irgendwie vergessen das in letzter Zeit viele von euch, damit wir euch leichter kontaktieren können, wenn ihr den League Pass Code gewonnen habt. Wir schulden euch noch unsere tatsächlichen Standpunkte aus der letzten Woche. Hier ging es um All-Time Great Dynasties. Du hast für die Bulls argumentiert von 96 bis 98. Und ich für die Warriors in ihrem Run von 2015 bis 2018. Wie sieht dein tatsächlicher Standpunkt aus? Super schwierig. Also ich wusste schon, dass jetzt die Folge mit der Auflösung kommt und ich kann mich trotzdem in meinem Kopf so gut wie nicht entscheiden. Ich tendiere ein bisschen zu den Bulls aufgrund der Argumente, die ich in der Debatte gebracht habe. Aber ich lasse mich auch von den Warriors überzeugen. Also es sind einfach zwei All-Time-Great-Dynastien. Ist bei mir ähnlich. Ich würde auch in einem Coinflip so gerade eben mit den Bulls gehen. Mhm. Und die Community da draußen weltweit hat das auch bestätigt. Also die Bulls haben die Abstimmung dann auch am Ende gewonnen. Aber es ist wirklich close. Zwei All-Time-Great-Dynasties, ja. Und dementsprechend auch eine Debatte, die man immer wieder führen kann. So, Björn, jetzt geht's los. Du bist der Gast. Du bist heute Team Charlotte bzw. Team Miles Bridges. Wieso sagst du, dass er aktuell den Award eher verdient hätte als Ja Morant? Es ist relativ simpel. Er hat von allen Kandidaten die größte individuelle Verbesserung durchgemacht. Er hat sich in den Punkten, Rebounds, Assists, Steals und bei den Blocks verbessert. Er ist nicht einfach nur von 19 Punkte auf 24 Punkte hoch wie Ja, sondern er ist von 12 Punkten hoch auf 20. Er ist mittlerweile von einem Roleplayer zu einem legitimen Starspieler geworden. Er ist der Topscorer bei den Hornets und das, obwohl da ein LaMelo Ball rumläuft, ein Hayward, ein Rozier. Das sind alles Jungs, die eigentlich auch scoren. Trotzdem ist der beste Scorer. Er läuft dreimal so viele Isolation-Plays wie noch in der Saison zuvor und der Grund dafür ist ganz einfach, die Hornets vertrauen ihm. Die Hornets sagen, ey, wir sehen deine individuelle Verbesserung, wir glauben, dass du uns weiterbringen kannst, lass uns damit jetzt den Erfolg einfahren und guess what? Sie holen genau diesen Erfolg, denn sie stehen aktuell bei einer Bilanz von 13 zu 10, das ist der 9. Platz in der Eastern Conference, damit sind sie easy im Play-In, ungefähr auch das Ceiling, was man ihnen vor der Saison zugetraut hat. Ich habe noch mehrere Punkte für Miles Bridges, aber ich will erst mal sagen, stärkste Verbesserung, absolutes Vertrauen von seinem Team, Topscorer seines Teams und es ist auch noch ein Playoff-Team. Was will ich denn mehr? Also ja, das ist jetzt natürlich, kommt dir natürlich gelegen, dass man beim 9. Platz von einem Playoff-Team sprechen kann. Ja, ey. Sehr schön. Es ist ein Play-In-Team. Okay, und den Teamerfolg würde ich an deiner Stelle gar nicht ansprechen, weil wenn wir das mal vergleichen, 9. im Osten gegen aktuell 5. im Westen für Memphis. Wenn man das mit der letzten Saison vergleicht, sind die Hornets aktuell einen Platz besser. Sie waren letztes Jahr 10., jetzt sind sie Stand heute 9. Die Grizzlies waren auch ein Play-in-Team, waren 8. und sind jetzt gerade eine Niederlage hinter den Mavs im Kampf um Platz 4, um Homecourt im Westen. Okay, aber um das einzuordnen, die Western Conference dieses Jahr katastrophal, super viele natürlich. Verletzungen. Nummer 2 in der Eastern Conference, ja, sie sind aktuell nur 9., aber jeder, der die Hornets guckt, der weiß, dass sie deutlich besser geworden sind und der weiß, dass sie auch auf die 7 oder 6 gehen können. Können! Gut, aber die Grizzlies sind aktuell auf der 5 und jetzt einfach die Western Conference zu trashen, da würde ich... Die Western Conference ist trash im Vergleich zum Osten aktuell. Abgesehen von den zwei Top-Teams, die wir auf meinem Kanal debattieren, du weißt, dass da gerade nicht viel geht. Also, ich würde sagen, wir halten uns nicht mit dem Teamerfolg auf, weil da ziehst du den Kürzeren. Nein! Ihr seid 9. im Osten, Mann. Ihr seid 9. im Osten. Aber das bedeutet nicht mehr das Gleiche wie früher. Zu sagen, du bist 9. im Osten. Nein, das ist nicht mehr wie früher, als die Eastern Conference nur LeBron war. Der Osten ist mittlerweile die starke Conference. Und der Westen hat 2 Teams und danach ist Ebbe. Okay, alles klar. Gut. Fangen wir mal von vorne an. Also zunächst müssen wir, glaube ich, erstmal dankbar sein, dass wir diese Debatte führen können. Ja hat sich verletzt. Wir alle hatten Sorge, Knieverletzung, Saison aus, wer weiß. Es ist nichts Schlimmes passiert, es ist nichts gerissen. Er wird ein paar Wochen fehlen, aber er wird zurückkommen.
Schauen wir mal auf die Statistiken. Denn da hast du, glaube ich, eine Sache übersehen, die dir auf jeden Fall hier das Genick brechen wird. Oh, jetzt bin ich auch sprechen wir erstmal, sprechen wir erstmal darüber, wie Ja sich verbessert hat. Ja? Punkte von 19,1 auf 24,1. Rebounds von 4,0 auf 5,6. Assists sind leicht gesunken von 7,4 auf 6,8. Steals von 0,9 auf 1,6. Neben Punkten, Rebounds und Steals auch noch Career Highs in Player Efficiency Rating, Dreierquote, Freiwurfquote, effektiver Field Goal Quote, True Shooting, Assist Quote, Win Shares pro 48 Minuten, offensives Box Plus Minus und Box Plus Minus. Und ja. Pass auf, wir reden über Most Improved. Miles Bridges ist von einem soliden Rollenspieler zu einem sehr guten Rollenspieler gewachsen. Er ist kein Superstar. Nein, aber er ist ein Star. Ja Morant ist von einem der besten jungen Spieler der Liga zu einem Superstar gereift. Ja. Zu einem Spieler, der dieses Jahr All-Star wird. Und lass mich dir was verraten. 5 der letzten Gewinner dieses Awards, Most Improved Player, waren in der jeweiligen Saison zum ersten Mal All-Star. Genauso wie Ja Morant es dieses Jahr auch ins All-Star-Team schaffen wird. Ja Morant war letztes Jahr schon Borderline All-Star. Ja, das war knapp, dass er es nicht geschafft hat. Genau, und jetzt ist er Borderline Superstar. Das ist ein Riesensprung. Nein, er ist nicht Borderline-Superstar. Oh, wo doch. Ziehst du denn da die Grenze? Oh, ist er auf einem Level mit Kawhi? Mit Nein, deswegen sage ich ja Borderline. Deswegen sage ich ja Borderline. Okay, wer ist denn noch ein Borderline-Superstar? Darüber reden wir doch heute nicht. Doch, ich hätte gern die Kriterien für diese Kategorie. Das kann ich dir sagen. Ja, er ist noch nicht auf einer Stufe mit einem Kawhi Leonard oder mit einem Giannis oder mit einem Luka. Da müssen wir nicht drüber reden. Ist er da eine Stufe davor? Weil das heißt Borderline für mich. Ja, er ist eine Stufe davor. Dann frage ich dich, Paul George ist eine Stufe vor Kawhi Leonard. Verstehst du, was ich meine? Ja Morant ist nicht auf dem Level wie Paul George. Aber auch nicht weit entfernt. Also du kannst dich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, es liegen Welten zwischen Paul George und Ja Morant. Okay. Wen hättest du lieber in deinem Team? Paul George. In a heartbeat. Hallo, der Typ verteidigt 100-mal besser und ist der bessere Scorer. Aber nochmal, das dachte ich mir nämlich, dass du die Debatte dahin lenken willst. Es geht hier nicht darum, wer ist der bessere Spieler. Es geht darum, wer hat Richtig. Von der letzten Saison den größeren Sprung gemacht. Richtig. Und von 12 Punkten auf 20 Punkte zu kommen, ist meiner Meinung nach ein viel schwierigerer Schritt. Denn wir dürfen nicht vergessen, Ja Morant hat vom ersten Tag an diese Franchise überreicht bekommen, die Memphis Grizzlies. Das ist seine Mannschaft, er war der Number 2 Pick. Das war abzusehen, das war zu erwarten, dass er jedes Jahr diese Entwicklungen macht. Genauso wie ein Luka Doncic jedes Jahr diese Entwicklungen macht, nur nochmal auf einem anderen Level. Der ist ein Borderline-Superstar übrigens, wo du sagst, okay, der muss eigentlich nur noch gewinnen und dann ist er auf der Stufe mit den Jungs, über die wir davor geredet haben. Aber nochmal zu Ja. Der Typ hat eine Usage Rate von 31,5%. Im Vergleich dazu Miles Bridges nur bei 22,7%. Das ist der Unterschied. Weil er natürlich der primäre Ballhändler ist. Das ist der Unterschied zwischen einem Franchise-Player und einem Typen, der sich gerade noch irgendwie seinen Hack holen muss in der NBA. Und dafür macht Miles Bridges meiner Meinung nach die viel krassere Entwicklung gerade durch, als es ein Jar tut. Weil, was? Sag mir von der Wahrnehmung, was ist anders an Ja Morant dieses Jahr als letztes Jahr? Absolut gar nichts. Er ist der Star in Memphis, er legt super Punkte auf, er versucht jedes Jahr Kevin Love zu posterisen und schafft's nicht. Das ist Ja Morant. Also du hast keine Verbesserung bei Ja Morant gesehen? Natürlich habe ich Verbesserungen gesehen, aber ich sehe viel größere bei Miles Bridges. Okay. Der kommt mit einem Ballhandling zurück, das er letztes Jahr einfach nicht hatte, dass er dieses Jahr Leute in der Isolation killen kann, deswegen laufen sie dreimal mehr ISOs dieses Jahr für ihn. Also der Usage-Rate-Vergleich, der hinkt, weil Ja Morant eben der Point Guard ist und eben der primäre Ballhändler. Du hast selbst gesagt, LaMelo Ball, Terry Rozier, natürlich hat er nicht die gleiche Usage-Rate. Aber meinen besten Punkt habe ich ja noch gar nicht gebracht. Oh Mann. Usage Rate von einem anderen Wing-Player, der ein Superstar ist, wäre auch höher als die von Miles Bridges. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht Point Guard ist. Ist in Ordnung. Ich habe ja meine besten Punkte noch gar nicht gebracht. Dann sag mal ich deinen Ich bringe auch jetzt Punkt. Noch nicht meinen besten Punkt. Ich verwarme den noch ein bisschen. Ja? Da geht jemand Aber ganz selbstbewusst in diese Debatte. Deine Stats, die leben auch immer noch von einem extrem heißen Start, den Miles Bridges in dieser Saison hatte. Wenn wir uns die Spiele im Oktober... Da willst du nicht hin. Ich weiß, auch Ja Morant ist ein bisschen abgekühlt. Das habe ich sogar hier stehen. Das gebe ich dir auch. Aber wenn wir uns den Oktober angucken, bei Bridges, 24,6 Punkte, 37% Dreier, 63% True Shooting, 123er Offensivrating und ein Plus-Minus von plus 7,9. Im November, also der ganze vergangene Monat, 17,7 Punkte nur noch, 30% Dreier nur noch, 52% True Shooting nur noch,
105er Offensivrating nur noch und ein Plus-Minus von nur noch 1,1. Der Typ ist ordentlich abgekühlt. Und auch bei Ja waren die Stats im Oktober besser. Das gebe ich dir. Aber einen Punkt hast du übersehen, um das Ganze vergleichen zu können. Lass uns doch mal bitte schauen, wie viele Minuten spielen denn diese beiden Spieler. Miles Bridges hat sich verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Er spielt aber auch 7 Minuten mehr im Vergleich zur letzten Saison. Das sind fast 25% mehr Spielzeit. Ja Morant hat letztes Jahr 32,6 Minuten bekommen. Dieses Jahr bekommt er, guess what, 32,6 Minuten. Der spielt exakt die gleichen Minuten wie letztes Jahr. Und damit wir es jetzt mal vergleichen können, was die beiden auflegen, schauen wir uns mal die Stats pro 36 Minuten an. Bei Bridges ist es einfach, denn er spielt 36 Minuten im Schnitt. Ja Morant habe ich eben erwähnt, da müssen wir 4 Minuten circa draufhauen, damit wir das vergleichen können. Stats per 36 Minutes. Miles Bridges 19,7 Punkte, 7,3 Rebounds, 3,2 Assists. Ja 26,6 Punkte, 6,2 Rebounds, 7,5 Assists. Und jetzt stelle ich nochmal hier hin und sage, dass Miles Bridges den größeren Sprung gemacht hat. Er spielt einfach mehr Minuten. Er spielt 7 Minuten mehr, das sind 25% mehr Spielzeit. Ja Morant hat diesen riesen Sprung gemacht, ohne mehr Gelegenheiten, ohne mehr Spielzeit. Punkt, aus, Ende, let's go home. Oh Mann. Was habe ich vor 10 Minuten in dieser Debatte gesagt? Wir vergleichen hier nicht, welcher der beiden Spieler besser ist. Nein. Ja Morant ist besser. Und wenn du mir per 36 Minutes Stats vorliest und dann sagst, Ja Morant, 26 Punkte im Vergleich zu Miles Bridges, 19 Punkte. Natürlich klingt das auf den ersten Blick so, ja klar, dann hat Ja Morant gewonnen. Darum geht's aber nicht. Es geht darum, wer hat individuell den größeren Schritt gemacht. Was soll ich jetzt dagegen antworten, dass Miles Bridges mehr Minuten bekommt als im Jahr zuvor? Was soll ich darauf antworten? Ja, aber das ist natürlich der Fall. Geht seine Steigerung. Und Ja Morant hat nicht mehr Minuten. Wenn du 7 Minuten mehr spielst, hast du automatisch auch bessere Stats. Aber du spielst nicht in der NBA einfach mal wegen gutem Willen vom Coach 7 Minuten mehr. Nein, sondern ich sage ja auch nicht, dass er sich nicht verbessert hat. Weil du sie dir verdient hast. Und dein ja, Ja Morant, okay. Dein Ja Morant ist übrigens ganz genauso abgekühlt. Die ersten 10 Spiele top, danach Spiel 11 bis 19, danach hat er ja nicht mehr gespielt, weil er seitdem verletzt ist. 4 Punkte weniger, deutlich schlechteres Shooting, Assist-Werte gehen schon das ganze Jahr über runter. Das ist jetzt auch nicht der Riesensprung, den ich gerne hätte von einem Ja Morant, der mein Franchise-Player ist. Okay, soll ich dir einen Riesensprung aufzeigen? Ist das jetzt dann dein finales Nee, Argument? Nee, das, ach so, das die hast Spielzeit du immer war. Noch. Nee, das war die Spielzeit. Ach, die Spielzeit. Die Spielzeit. Die weil ich gerade widerlegt habe. Hast du nicht widerlegt? Natürlich habe ich sie widerlegt. Wenn du länger spielst, hast du bessere Stats. Natürlich hast du einen größeren Sprung dann vom einen Jahr aufs nächste. Das ist doch ganz klar. Aber er hat sich doch die Minuten verdient. Also ist was ja okay. Willst du von ist mir? Ja okay, aber du sagst, er hat sich, der Sprung in seinen Stats ist größer als der bei Ja. Ja. Aber dann musst du doch berücksichtigen, dass er viel mehr Möglichkeiten hat, die diesen Sprung ermöglicht aber haben. Aber wenn ich letztes Jahr ein Spieler war, der 28, 29 Minuten sowas gespielt hat und einfach nicht der Topscorer meiner Mannschaft war, okay, und dann innerhalb von einem Sommer 7 Minuten mehr bekomme von meinem Coach, weil ich mich so stark verbessert habe, okay, und Topscorer meiner Mannschaft werde und mich in jeder einzelnen Statistik verbessere, von Rebounds zu Assists, Steals, Blocks. Aber Dreierquote verschlechtert. Letztes Jahr 40%. Ja, ja, mag sein, aber deutlich mehr Dreier, deutlich schwierigere Dreier, sein Stepback-Dreier, die Prozentzahl ist deutlich hochgegangen. Er challenged sich ja auch und mach jetzt keinen Joke darüber, weil es gehört einfach dazu, dass du dich in der NBA entwickelst, dann musst du auch schwierigere Würfe nehmen und das tut er und deswegen ist dein Minutenargument irrelevant. Okay, dann komme ich mit dem nächsten Argument, ja, Player Efficiency Rating. Ja, vereint ja viele Statistiken, sind wir uns ja einig, sprechen wir auch gerne mal drüber. Mhm. Ja Morant, ligaweit auf Platz 10, also Top 10, so viel zum Thema, er ist kein Borderline-Superstar. Und Miles Bridges auf Platz 68. Jetzt wirst du sagen, ja, ich habe ja auch schon längst zugegeben, dass Morant der bessere Spieler ist, aber schauen wir uns doch dann die relative Steigerung an. Bridges hat sein PER im Vergleich zur Vorsaison um 19% erhöht. 19% bei 25% mehr Spielzeit. Morant hat sein PER im Vergleich zur letzten Saison um 47% erhöht. Das spricht einfach nur dafür, dass er katastrophal letztes Jahr geschossen haben muss. Ja, was steckt denn im PER alles drin? Höchstwahrscheinlich eine Menge Wurfquoten, oder nicht? Du hast selber gesagt, er hat Career Highs gerade in allen Wurfquoten. Und wir wissen, dass Ja, schau doch jetzt, du hast mir doch schau erzählt, doch jetzt dass er die Freiwurfquote ist. An. Der ist doch jetzt noch bei 75% und du feierst das als Career High. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das PER jetzt keinen Wert hat, wenn er ein Top-10-Player in der Liga ist. Ah, oh, das ist...
Okay, also Ja Morant ist kein Top-10-Player in der Im Liga. Im PER. Ja, aber das sagt ja schon was aus. Schau dir die Top-10 an, wer da alles drin ist. Das sagt schon was aus. Da sind nicht irgendwelche Randoms drin. Nee, sind sie nicht. Also, pass auf. Hier kommen mal die Hard Facts. Okay. Miles Bridges hatte, wenn ich mir Hornets Games angucke und wenn ich mir Memphis Games angucke, dann sehe ich... geileren Dunks. Dann sehe ich eine stärkere Verbesserung und die geileren Dunks und vor allem die gefinischten Dunks bei Miles Bridges. Punkt Nummer 1. Miles macht all das, was er gerade tut, mit viel weniger Usage Rate, was nicht nur positionsbedingt ist, sondern auch einfach, weil er nicht der Nummer 1 unangefochtene, balldominierende Typ in seinem Team ist, sondern er ist an sich ein Roleplayer, der sich mittlerweile aber zum Topscorer gemausert hat. Und da müssen selbst Leute wie Gordon Hayward oder LaMelo Ball, der eine Breakout-Season hat, müssen da zurückstecken. Und die Siegquote... So, das hätte ich am Anfang sagen sollen, ist jetzt ganz unten auf meinen Notizen leider. Die Hornets-Siegquote liegt bei 54,2%. Die Grizzlies-Siegquote liegt bei 52,4%, also 2 Prozentpunkte weniger. Und warum sind sie dann trotzdem so weit hinten? Weil sie im Vergleich zur restlichen Liga aktuell 2 Spiele mehr haben als die meisten Teams. Deswegen sind sie auch so weit unten, weil sie haben 1-2 Spiele vielleicht dann mehr verloren. Die anderen Teams haben diese Spiele aber noch gar nicht gespielt. Und die werden auch alle verlieren, oder was? Also laut meiner Siegquote von 54% weiß ich, die Hornets werden am Ende der Saison eine bessere Bilanz haben als deine Grizzlies. Boah, also, das weiß ich nicht. Ja, aber das sagt doch die Statistik geradeaus. Und du bist doch so ein Fan von Statistiken. Ich bin ein Fan von Statistiken. Okay, hier hast du die Siegquote von beiden Teams. Und die Hornets sind besser. Ja ist momentan verletzt. Das kannst du ihm ja nicht vorwerfen. Ich werfe es ihm nicht vor, aber es mindert seine Chancen auf den Award, weil er jetzt einfach ein paar Wochen raus ist. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze gehen wird. Hoffentlich kommt er schnell zurück. Wünsche ich mir natürlich auch. Aber trotzdem, selbst wenn sich Ja verbessert hat, Miles Bridges hat sich mehr verbessert. Und es sieht auch jeder auf dem Feld. Miles Bridges ist ein anderer Spieler als letztes Jahr. Ja Morant ist der gleiche Spieler wie letztes Jahr, trifft aber besser. Und das ist der Unterschied. Miles Bridges hat sich Sachen ins Game gepackt, die hatte er letztes Jahr einfach nicht. Pick and Roll, Isolation, das hatte er nicht. Jetzt hat er es. Also. Ja hat es nicht. Ich glaube, wir drehen uns langsam im Kreis. Aber noch ein Punkt. Miles Bridges ist schon in seiner 4. Saison. Ja ist in seiner 3. Miles Bridges hatte... das ist nicht mein Punkt. Miles Bridges hatte diesen... richtig großen Sprung schon in seinem 2. Jahr. Rookie of Sophomore. Da hat er seinen Punktedurchschnitt fast verdoppelt. Aber da vergeben wir keine MIPs. Nein, das vergeben wir nicht. Aber also, in seiner 3. Saison, bei gleichen Möglichkeiten, hat er sich sogar punktetechnisch leicht verschlechtert wieder. Also er ist stagniert, in seiner 3. Saison. Aber da haben wir uns von Loser-Team zu Playoff-Team entwickelt. Da kam LaMelo Ball dazu, da kamen neue Spieler, das ist anders. Das musst du doch trotzdem zeigen, dass dieser Effekt jetzt in den Stats auch irgendwo damit zusammenhängen muss, dass er einfach viel mehr Spielzeit bekommt. Wenn er dieses eine Jahr schon stagniert hat, ist er, aber hat jetzt eine ganz andere Rolle. Natürlich ist er besser geworden. Und er ist auch ein Kandidat, ich will ihn ja gar nicht schlecht reden. Aber er ist nicht auf dem Level eines Ja Morant, was die Steigerung und die Verbesserung angeht. Und wenn du in einer größeren Rolle bist, dann ist deine Steigerung und Verbesserung ja auch noch viel signifikanter und wichtiger für dein Team. Ich weiß, jetzt bist du sprachlos. Das kann ich nachvollziehen. Es waren einfach sehr viele gute Argumente. Nein, ich habe einfach echt schon ein paar Mal alles gesagt. Okay. Ich habe versucht, noch Beispiele zu finden, aber es wäre redundant, weil am Ende komme ich immer wieder zu dem Punkt, der Mann hat sich Sachen in sein Game gepackt, vor allem Ballhandling-technisch, Isolation-technisch, die hatte er einfach gar nicht davor. Und jetzt hat er sie und sein Team vertraut ihm und er ist Topscorer der Mannschaft. Von einer Mannschaft, die besser abschneidet in der Siegbilanz, als es deine Grizzlies tun. In der ach so schweren Western Conference. In der übermächtigen Eastern Conference. Okay, dann würde ich sagen, mach jetzt eine Abstimmung, welche Conference ist die schwerere aktuell. 100% sagen die Leute East. Okay, wir haben heute 2 Kommentarfragen. Welche Conference ist die stärkere oder schwerere? Und wie seht ihr diese Debatte? Seid ihr auf Björns Seite und sagt Bridges ganz klar Most Improved Player oder sagt ihr, der Award muss an Ja Morant gehen? Diskutiert fleißig mit, ja, weil wir sind uns wie immer nicht einig. Instagram-Händler zupacken, dann nehmt ihr automatisch auch an der League Pass Code-Verlosung teil. Nächste Woche lösen wir dann auf, wie wir das Ganze in Wirklichkeit sehen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut jetzt bei Björn vorbei, da geht es um Golden State gegen Phoenix. Wer ist das beste Team im Westen? Die beiden spielen in der Nacht von morgen auf übermorgen, glaube ich, wieder gegeneinander. Also lohnt sich auf jeden Fall, um euch darauf schon wieder einzustimmen. Danke immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns ansonsten nächste Woche wieder hier zu Shots Fired. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao.